thermische Ersatzschaltbilder. Und das ist, wie gesagt, eine Methode analog zur Berechnung elektrischer Netze. Warum machen wir das? Der Grund dafür ist eigentlich, dass an dieser Stelle die Gleichungen, die den Wärmetransport beschreiben, ähnliche Formen haben, wie die Gleichungen, die elektrische Felder beschreiben. Und deswegen können wir dieselbe Beschreibungsmethodik benutzen, falls uns nicht an jedem Raumpunkt mehr oder weniger die Temperaturen und die Feldgrößen interessieren, sondern wir können sozusagen gewisse Raumbereiche zusammenfassen, so wie man das macht bei elektrischen Netzen, dass wir sozusagen an der Stelle konzentrierte Bauelemente nehmen und uns nicht mehr darauf konzentrieren wollen, was sozusagen im Inneren abläuft, sondern sagen, okay, wir ersetzen das durch Komponenten wie Widerstände, Kondensatoren, Spannungsquellen und so weiter. Das heißt, wir benutzen hier eine Analogie Betrachtung. An dieser Stelle, wir haben das hier dann thermische Größen und dazu analoge elektrische Größen und werden dann die entsprechenden Gleichungen aufstellen. Das heißt, ich möchte es hier mal auflisten in der Tabelle, welche Größen wir dann haben, welche wir benutzen. Ich habe dann als erste Größe, die uns natürlich interessiert, die Temperatur bzw. Temperaturdifferenz in Kelvin. Was entspricht das? Das entspricht dem elektrischen Strömungsfeld, sozusagen, was die Analogie ist an dieser Stelle, der Spannung in Volt bzw. eine Potentialdifferenz an dieser Stelle. Das ist das erste, was wir haben werden. Dann die zweite Größe, die wir haben, ist der Wärmestrom mit der Einheit Watt. Das heißt hier die Wärmestrom nennen wir P, die Temperaturdifferenz werde ich mit Theta bezeichnen und Spannung U in Volt. Und dieser Wärmestrom ist jetzt die analoge Größe zum elektrischen Strom, um I in Ampere. Das heißt tatsächlich, was wir hier machen werden, wir werden ein Bauelement einführen, eine sozusagen Wärmestromquelle, eine Verlustleistungsquelle an dieser Stelle, die hier einen Wärmestrom P liefert. Dann haben wir an der Stelle den thermischen Widerstand, wir werden uns nachher noch drüber unterhalten, der RTH mit der Einheit Kelvin pro Watt. Der ist natürlich analog zum ohmschen Widerstand, R in Ohm. Und als letzte Größe die thermische Kapazität bzw. Wärmekapazität mit dem Symbol CTH und der Einheit Wattsekunde pro Kelvin als Analogie zur elektrischen Kapazität hier an der Stelle C mit der Einheit Ampersekunde durch Volt. Und wir sehen hier sehr schön diese Analogie. Das heißt hier Strom mal Sekunde durch Spannung haben wir also hier auch an der Stelle Wärmestrom geteilt durch Temperaturdifferenz mal Sekunde. Und dann werden wir hier Symbole einführen, das heißt tatsächlich hier für den thermischen Widerstand RTH, das wird etwas sein, über dem eine Temperatur abfällt, Temperaturdifferenz Delta Theta oder ein Theta, wenn ein Wärmestrom hindurchfließt. Wir werden eine Wärmekapazität hier kriegen, CTH, wo dann eine ähnliche Beziehung zwischen der zeitlich veränderlichen Temperatur, also der Temperaturänderung besteht und hier dem Wärmestrom zeitlich veränderlich durchfließt, werden wir nachher erklären. Und damit werden wir dann an dieser Stelle eine einfache Beschreibung von Wärmeleitungsvorgängen machen. Achtung, das hier ist eine vereinfachte Methode für Näherungsberechnungen, die aber oftmals relativ praktisch ist. Tatsächlich ist es hier so eine Näherungsberechnung, sozusagen ein eindimensionales Modell des Wärmestroms. Werden wir nachher sehen, warum das so ist, weil zum Beispiel unser Wärmestrom sozusagen bloß gedacht sozusagen in einer Richtung sich ausbreitet. Es ist trotzdem eine sehr sinnvolle Methodik, um zum Beispiel eine Grobauslegung zu machen von Kühlkörpern, um zum Beispiel festzustellen, brauche ich einen Kühlkörper oder komme ich ohne eine Kühlung aus. Bessere Ergebnisse kann man zum Beispiel durch fluiddynamische Simulationen kriegen, das heißt zum Beispiel durch FEM-Simulationen. Das heißt, das wollen wir hier nicht betrachten, das würde den ganzen Rahmen sprengen, aber es gibt diese Möglichkeiten, das heißt, wenn wir eine FEM-Simulation machen und so ein gesamtes System modellieren, können wir natürlich deutlich genauere Aussagen kriegen, auch deutlich lokaler. Für einfache, grobe Abschätzungen nutzen wir dieses elektrische Netzwerk. Warum? Wir wissen, wie man nutzen wir dieses thermische Ersatzschaltbild. Warum? Wir wissen, wie ein elektrisches Netzwerk löst und können deswegen relativ schnell zu groben Ergebnissen kommen. Jetzt wollen wir kurz, bevor wir das quantitativ beschreiben, bloß mal gucken an dieser Stelle, wie sieht das aus? Wie können wir uns das vorstellen, wenn wir so ein Bauelement haben, was auf einem Kühlkörper ist? Wie kann ich mir dort an der Stelle vorstellen, wo kommen diese Widerstände und gegebenenfalls auch Kapazitäten her, bevor wir das nachher erklären? Das heißt, wir malen das mal auf. Wir betrachten so ein Leistungsbauelement auf dem Kühlkörper. Das heißt, hier, das sollen die Rippen des Kühlkörpers
Kühlkörper sein, die ich dort angedeutet habe. Drüber sei jetzt eine Isolation, beziehungsweise ein sogenanntes TIM-Material. Das heißt, das hier unten ist der Kühlkörper. Hier sei ein TIM-Material, Thermal Interface Material. Das kann jetzt zum Beispiel sein, einfach ein isolierendes Pad, das aber wärmeleitend ist an dieser Stelle. Oder es kann bloß sein, irgendeine Wärmeleitpaste oder so ein bisschen, die dafür sorgt, dass das, was drauf ist, nämlich das Gehäuse des Bauelements, einen besseren Wärmeübergang hat. Das eigentliche Gehäuse des Bauelements, bei den meisten Leistungshalbleiter wird es irgendein Metallgehäuse sein. Das heißt, das hier ist zumindest die Seite, die für die Kühlung gedacht ist. Irgendwo ein Gehäuse. Oben auf diesem Gehäuse ist dann irgendwo dieser Siliziumchip, wo dann noch die Sperrschicht drin haben. Das heißt hier, drücken wir das SI aus und umgeben wird es natürlich sein, irgendwo haben wir da so ein gegossenes Kunststoffgehäuse. Irgendwie so eine Vergussmasse. Und so sieht jetzt ganz grob an dieser Stelle unser Bauelement aus. Man kann es noch malen, okay, tatsächlich hier sind irgendwie die Anschlussdrähte, die rauskommen. Und jetzt könnte man uns überlegen, okay, was passiert jetzt, wie komme ich jetzt da zu einem Modell letztlich? Das heißt tatsächlich, was sein wird, ist, ich habe irgendwo hier drin die Verlustleistung, den Wärmestrom PV. Der entsteht in dieser inneren Schicht, in der Siliziumschicht. Und wenn jetzt die Wärme hier rauskommen möchte, sozusagen an die Umgebung abgegeben werden soll, das heißt hier unten haben wir die umgebende Luft, die Umgebungstemperatur, Theta A, wieder für Ambient. Und ich will sozusagen, dass die Wärme ja in die Luft geht, dann muss ja hier diese Verlustleistung, dieser Wärmestrom jetzt durch mehrere Schichten durch und damit sozusagen mehrere Widerstände durchqueren. Das heißt, tatsächlich muss hier diese Verlustleistung, dieser Wärmestrom dQ nach dT, der gleich der Verlustleistung ist, hier durch zunächst mal diese Siliziumschicht, dann durch das Gehäuse, dann durch dieses Thermal Interface Material und dann in den Kühlkörper und kann dann von dem Kühlkörper abgegeben werden an die Umgebung. Und jetzt sehen wir auch, warum das sozusagen ein eindimensionales Modell gleich sein wird. Tatsächlich, wenn wir es einigermaßen sinnvoll anstellen, das heißt diese Materialkombinationen gute Wärmeleitfähigkeiten haben, wird sich ein Großteil der Wärme natürlich in dieser Richtung ausbreiten, weil zum Beispiel das Gehäuse aus Metall ist, eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit hat. Also wird sich hier ein Großteil des Wärmestroms in diese Richtung ausbreiten, ebenso der Kühlkörper in diese Richtung, als durch diese Vergussmasse zum Beispiel, durch die eine deutlich höhere Wärme, eine deutlich geringere Wärmeleitfähigkeit hat. Jetzt wollen wir das umsetzen. Wie sieht das dann aus als ein thermisches Ersatzschaltbild? Und dazu gucken wir uns jetzt die einzelnen Elemente an. Das heißt, tatsächlich habe ich irgendwo hier oben meine Verlustleistung, der Wärmestrom, der entsteht. Dieser Wärmestrom muss jetzt zunächst mal sozusagen durch dieses Material durch, in dieser Richtung, muss also den thermischen Widerstand, ich nenne das jetzt mal RTH, SI des Siliziumchips überwinden. Dann muss es durch das Gehäuse durch. Nennen wir das RTHC. Hier dieses C an der Stelle für Case, Englisch Gehäuse. Und dann haben wir als nächstes dieses TIM-Material, das heißt Thermal Interface Material, dieses Wärmeleitpad. Das nennen wir jetzt RTH Case to Sink. Begriffe nachher benutzen werden, das ist nicht der sozusagen der Wärmewiderstand zwischen dem Gehäuse und dem Kühlkörper, Englisch Heatsink, deswegen hier Sink. Und als letztes haben wir dann hier den Wärmewiderstand, den an dieser Stelle der Kühlkörper hat, den nennen wir RTHSA, Sink to Ambient. Das heißt vom Kühlkörper an die Umgebung. Und hier unten hätten wir dann sozusagen bezogen auf unseren, in Anführungszeichen, Massepunkt, unsere Temperatur 0, die Umgebungstemperatur. Und da hätten wir jetzt an der Stelle unser thermisches Ersatzschaltbild, und man kann sich das jetzt so vorstellen, dieser Wärmestrom erzeugt jetzt Temperaturabfälle über diesen einzelnen Widerständen, sodass diese einzelnen Schichten unterschiedliche Temperaturen haben. Das heißt, tatsächlich kann ich sagen, okay, wie im elektrischen Stromkreisen kann ich ja an gewissen Punkten unterschiedliche Potenziale zuordnen. Ich könnte jetzt sagen, hier habe ich eine Temperatur obendran, diese Temperatur ist die Temperatur des Kühlkörpers. Theta Sink. Ich könnte jetzt hier sagen, ich habe irgendwo die Temperatur an dem Gehäuse bzw. an der Folie. Ich könnte hier sagen, ich habe die Temperatur an dieser Gehäusefläche und so weiter. Das heißt tatsächlich, und hier natürlich die Temperatur im Inneren, die Sperrschichttemperatur, tatsächlich kann ich mit diesem Modell dann die einzelnen Temperaturen vereinfacht berechnen, wobei man darauf aufpassen muss, das ist eher ja, eine grobe Näherung. Was fehlt jetzt noch? Tatsächlich haben diese Materialien auch eine gewisse Masse und damit eine gewisse Fähigkeit, Wärmeenergie zu speichern. Was jetzt hier nicht drin ist, ist, eigentlich haben wir hier für das Silizium eine gewisse Wärmekapazität. Wir werden an der Stelle für das Gehäuse eine gewisse Wärmekapazität
Elektrizität haben. Die Folie, das kann man häufig vernachlässigen, beziehungsweise dieses Thermal Interface Material, aber auch das könnte eine Wärmekapazität haben. Und dann als letztes hier auch der Kühlkörper, der hat eine Wärmekapazität und hier hinten keine, sozusagen die Umgebungsluft hat eine unendlich hohe Wärmekapazität letztlich. Das wäre dann so, wie man sozusagen hier von dem Bauelement zu einem Modell kommt. Wir werden es nachher noch anders aufzeichnen, dass wir es ein bisschen genauer sehen. Häufig benutzen wir hier ein bisschen eine andere Darstellungsweise, die möchte ich auch noch kurz zeigen. Oft fassen wir diese beiden Wärmewiderstände jetzt zusammen, den des Siliziums und an dieser Stelle des Gehäuses, und sagen, das ist der sogenannte innere Wärmewiderstand. Und das ist dann im Datenblatt so angegeben, das ist der Widerstand an dieser Stelle RTH Junction to Case JC von der Sperrschicht zum Gehäuse, weil wir den nicht sozusagen beeinflussen können. Und das ist dann der sogenannte innere Wärmewiderstand. Und dann die anderen bleiben gleich. Das heißt, ich habe dann hier RTH Case to Sink zwischen Gehäuse und dem Kühlkörper und dann hier RTH SA vom Kühlkörper zur Umgebung. Und das ist dasselbe Modell, nur sozusagen, dass die beiden hier zusammengefasst sind. Und dann sagt man manchmal noch hier an der Stelle, dass jetzt hier RTH Junction to Case ist der innere Wärmewiderstand, weil der im Inneren des Bauelements ist. Und diese beiden anderen, RTH Case to Sink plus RTH Sink to Ambient, sind der sogenannte äußere Wärmewiderstand.